Was lange währt, wird endlich gut. Freunde, der Wassertempel steht kurz vor seiner Vollendung. Herzlich willkommen zurück. Let's play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Nichts wie rein durch die Boss-Tür. Oh, ein riesen Schwimmbad. Hallo? Marco, Vorsicht! Das hier sieht nicht aus wie gewöhnliches Wasser. Irgendwas lauert hier. Okay, wenn du das sagst. Das soll kein gewöhnliches Wasser sein. Was ist denn das für eine Ursuppe hier? So, wir sehen ein paar Stacheln an den Wänden. Überall so schöne Enterhaken-Spots. Okay. Klassische Kampfarena so ein bisschen. Aber was ist hier? Okay, auf die Mittelinsel kann man so an Leitern raufklettern. Wir können aber ganz normal hier drin schwimmen. Oh, hey. Kommst du da mal hoch, bitte, Link? Komm auf diese Insel rauf. Oh oh. Da ist was. It's in the water, baby. Oh shit. Und jemand beobachtet uns von unter Wasser. Na toll. Oh Gott. Es schleicht sich von hinten an. Ja, natürlich. Und es wabert auch noch. Über Wasser. Was bist du? Igidigidigid! Aquamöbis Wassertentakel, Morpha. Ein Wassertentakel. Und irgendwie mit einem komischen. Was ist das? Herz? Das Wassertentakel, Morpha. Dieses Monster ist Wächter des Wassertempels. Sein eigentlicher Körper ist der rot wabernde Kern. Okay. Okay, okay, dann will ich erstmal wieder auf den Haupträngen rüber. Wo ist er? Da. Und wir müssen den natürlich mit dem Enterhaken irgendwie, wenn wir mal treffen würden, Mann, an uns ranziehen. Weil nur so kommen wir gescheit an ihn ran, um ihn zu schaden. Warte mal. Ja! Nee, das war nichts. Musst du nur treffen. Jetzt. Verdammt. Nee, nee, nee. Damit. Oh Gott. Ah! Hey, verdammt. Okay, am besten. Oh. Am besten ist genau in diesem Zustand, wenn er hier irgendwo auf der Höhe ist. Yeah. Ich dachte, wir haben ihn getroffen. Oh, verdammt. So, mach mal wieder dein Tentakelchen. Genau. Und dann kommt irgendwo, aber mir nicht zu nah. Alles klar. So, und jetzt ranziehen. Und Feuer frei. Okay, nur ein Treffer leider. Das muss besser werden. Okay, gleich kommt dein Tentakel wieder. Komm mal hier in die Richtung. Ja. Nein. Komm noch mal her. Jetzt. Nein, nein, nein. Oh, stimmt. Wir können den Schuss ja abbrechen, wenn ich zweimal drücke. Okay. Lektion gelernt. Schade. Okay. Jetzt kommt sein Attacke. Am besten ist es, ihn irgendwie in die Ecke zu drehen. Also, wenn wir ihn raus haben. Jetzt zum Beispiel. So. Jetzt kralle ich ihn mir. Und jetzt von hier aus zuschlagen. Und, ach, schade. Wenn das besser klappt, dass wir zwei, dreimal zuhauen können, dann ist er relativ schnell weg. Er hat jetzt auch nicht wirklich viel gefährliche Angriffstaktiken. Hep. Ja, es dauert halt nur, dass wir. Den kriegt man halt relativ selten raus und dann trifft man immer nur einmal. Das ist die Schwierigkeit. Aber eigentlich ist er harmlos. Okay, sagte er und entdeckte einen zweiten Tentakel. Allalalala. Ach, verdammt. Bleib hier. Meh. Ja, nochmal erwischt. Oh nein, oh nein, oh nein. Wir sollten überall sein, nur nicht im Wasser gegen diesen Gegner. Oh nein.
Hör auf zu tauchen! Okay, nicht anvisieren. Erstmal wegschwimmen. Erstmal wegschwimmen. Nee. Großen von dir in Nähe. Schön weg. Wo ist er denn? Da. Okay. Kommt da. Oh, voll daneben. Kommen wir nochmal. Jetzt. Richtig nochmal raus. Ja. Ja, okay. Richtig nochmal raus. Schade. Okay. Aber zweimal hintereinander zwei Treffer, das ist schon gut. Da fehlt nicht mehr viel. Beim nächsten Mal versuche ich eine Sprungattacke. Ah, doppelter Arm, doppelter Arm. Und. Ah, ich schlage immer sofort zu. Oh, doch nochmal getroffen. Richtig nochmal. Ne, schade. Okay, hier ist gerade wieder so ein Fake-Tentakel. Da gehe ich mal aus dem Weg. Au. Ai, nee, der greift zu. Oh Gott. Was tust du? Kann ich mich da irgendwie befreien? Ich krieg immer mehr Schaden und schmeißt mich weg in die Ecke. Geil. Okay, also tatsächlich von diesen Fake-Tentakeln besser nicht treffen lassen. So. Und. Yeah! Final Hit! Splosh. Ja, ohne dein Herz kannst du keine wirkliche Form mehr halten. Okay, das Wasser verflüchtigt sich. Wo auch immer es hingeht. Tschüss, Wasser. Oh, an die Decke. Tropf, Tropf, Tropf. Und der letzte Tropfen. Boots. K.O. Und da ist der nächste Herzcontainer. Nummer 15. Her damit! Puh, wir haben es geschafft. Der Wassertempel ist fertig! Herzcontainer. Und ab zur Halle der Weisen. Ich frag mich, wer wohl die Weise des Wassertempels sein wird. Unbewusst schon das Geschlecht verraten. Natürlich ist es eine Frau. Ja. Nein, wirklich? Hallo, Ruto. Marco, ich hätte nichts anderes von jemandem erwartet, den ich zu meinem Ehemann auserkoren habe. Och, könntest du das Thema mal bitte sein lassen? Wir wollen dich nicht heiraten. Soras Reich und seine Bewohner können dank deiner Hilfe wieder in Freiheit leben. Oh, schön. Gehen wir gleich mal gucken. Als meinen Lohn gewähre ich dir meine ewige Liebe. Okay. Danke. Naja, das würde ich gern, aber ich merke, dass du an eine andere denkst. Oh, echt? Tue ich das? Meint sie Salia oder meint sie Zelda? Als Weise des Wassers ist es meine Aufgabe, den Wassertempel zu bewachen. Und du suchst nach Prinzessin Zelda? Gib es zu, du kannst nichts vor mir verheimlichen. Okay, sie meint Zelda. Herr Sala ist ja hier auch in der Halle der Weisen, also haben wir gar keine andere Wahl mehr. Prinzessin Zelda, sie ist am Leben, ich spüre es, also lass dich nicht entmutigen. Ich weiß, dich wird nichts aufhalten und deinem Kampf für den Frieden. Nimm daher dieses Amulett und trage es mit Würde. Yeah. Amulett des Wassers! Ruto gibt sich als eine der Weisen zu erkennen und überträgt dir ihre Kraft. Wenn du Sheik triffst, danke ihm von mir, okay? Ja, okay, ich richte es aus. Aber ich werde ihn zusammenstochen, warum er nicht auch gleich die anderen Soras befreit hat. Oh.
Dahin ist also das ganze Wasser verschwunden, wobei es war eigentlich... Das Wasser steigt und das Böse verlässt den See. Marco, du hast es geschafft. Das ist deutlich mehr Wasser, als in dem Swimmingpool da drin war. Yay, da sind wir wieder. Oh, und jetzt kommen wir auch an die Feuerpfeile ran. Haben will. Ruto wollte sich bei mir bedanken. Ich verstehe. Auch in ihrem Namen müssen wir Hyrule den Frieden wiederbringen. Ja, aber... Ich meine, ich danke dir, dass du Ruto gerettet hast, weil sonst wäre hier gar nichts los gewesen. Aber warum hast du nicht gleich mehr gemacht? Muss ich denn alles alleine machen hier? Schau, Marco. Du und Prinzessin Ruto, ihr habt gemeinsam das bösartige Monster besiegt. Der See füllt sich mit reinem Wasser und alles ist wie zuvor. Ah. Friede, Freude, Eierkuchen. Was geht hier ab? Er macht sich einfach wieder von dann. Oh, diesmal sogar ohne Ninja-Trick. Einfach weg. Nee, da oben. Auf den Baum. Link, auf den Baum. Platsch. Jetzt sind ihm seine... Was verwendet er dafür? Seine Deko-Nüsse, die immer diesen Explosivzauber machen, sind ihm ausgegangen. So, komm, wir kriegen es noch hin. Von hier aus. Schnell in die Morgensonne. Komm. Yes! Darauf habe ich gewartet. Ja, damit! Das wird richtig nützlich werden. Und dann habe ich eigentlich noch was vor. Die Feuerpfeile! Platziere sie auf C. Um sie abzuschießen, triffst du, wird dein Ziel entflammt. Ja, das will ich auch schwer hoffen. Da sind sie. MP2, MP6. Ach, okay, das genau, das ist die Magiepunkte. Die Magiepunktkosten dafür. 2 für einen Feuerpfeil. Ja, das geht sogar. Okay. So. Aber, Freunde. Am See gibt es noch Skulltulas. Hyjanische Steppe und Londonfahr haben wir schon abgeschlossen. Da ist nichts mehr zu holen. Sonst noch überall. Ja, ja. Überall sonst noch. Oh, warte mal. Gerudo-Festung blinkt jetzt auf, obwohl wir die noch gar nicht erkundet haben. Oh. Interessant. Und was zur Hölle ist immer noch im verlorenen Wald los? Okay. Eins nach dem anderen. Ich weiß definitiv noch eine Skulltula hier am Hyljasee. Die 62. dann. Die will ich mir jetzt noch holen. Und dann schauen wir mal gleich nach, ob das auch hier die letzte war. Ich hoffe ja. Dann haben wir nämlich schon das dritte Gebiet abgeschlossen. Aber, warte mal. War die auch tagsüber hier? Ich glaube eigentlich fast nicht. So, nehme ich hier oben auf den Baum. Und da wir den Enterhaken jetzt haben, heia! Können wir hier auf den Ast... hoch, hoch, hoch. Okay, nein. Ist scheinbar nur nachts hier. Also, einmal bitte wieder Nacht werden lassen. Oh, bitte lass die jetzt hier nicht auf dem Ast erscheinen. Ja, danke. Nehme ich da oben auf dem Stamm. Yay! Nummer 62. Und mal schnelle Kontrolle. Hyljasee ist damit nicht Skulltula frei. Damn it! Okay. Ist nachts am Haus noch eine? Aber eigentlich meine ich, dass wir die schon hatten. Und ich glaube nicht, dass am Angelweiher noch eine war. Mal die Ohren aufsperren. War hier noch irgendwo eine? Nee. Die haben wir auch schon. Verflucht!
Wo ist die letzte Skutula? Oder warte mal. Vogel, ich habe gar nicht gesehen. War die doch am Angelweiher nachts, aber nur draußen. Nee. Ist die drin? Keine Lust, ich will da jetzt nicht reingehen. Nee, komm. Suchen wir im... also wenn wir das Spiel quasi die Story durch haben und die 100% voll machen, suchen wir nochmal die ganzen anderen Skulpturas. Da weiß ich jetzt nicht auswendig, wo die ist. Okay, dann... gut, an der Sora-Quelle ist jetzt nichts mehr, da blinkt nichts mehr, aber ich will mir trotzdem mal angucken, was da jetzt gerade wieder los ist und was die alle sagen. Wie? Ist immer noch zugefroren. Och nö. Ist ja doof. Kann man nicht mal die Abkürzung nehmen. Okay, nee, warte. Da ist die Ocarina. Epona bitte. Nein. Verdammt, wie war Eponas Song? Nein. Das ist es nicht. Warte, ich hab's gleich. Krieg ich auf den Kopf hin. Ja. Exakt. Hallo Pferdchen. Lange nicht das Vergnügen gehabt. So, braves Mädchen. Gott, habe ich wenig Pfeile. Ich muss gleich mal gucken, wo ich... Naja, eigentlich... Eigentlich können wir, wenn wir jetzt Richtung Fluss reiten, auch mal schnell über irgendwelche Büsche hinweg galoppieren. Da sollte man eigentlich ein paar Pfeile und Bomben finden. Straight in die Richtung Zora-Fluss. Da. Nur mal einen kurzen Abstecher machen und gucken, was da jetzt los ist. Sind das jetzt Pfeile? Ja, da waren Pfeile dabei. Wir haben wieder 14. Oh. Du bist einer von denen. Nee. Keine Chance. Die Nachtwächter. Ich glaube, auch das ist was fürs spätere Endgame. Für die 100%. Wo die überall zu finden sind, weiß ich auch nicht mehr. 100% alle, aber die meisten müsste ich im Kopf haben. So, hier kriegen wir nochmal bestimmt ein paar Pfeile zusammen. Oder auch nicht. Nur Herzen, Magie, Rubine, Bomben und... Nö. Dann halt nicht. Lalalala. Oh, warte mal. Was könnte man da jetzt noch alles Schönes mit dem Enterhaken anstellen? Ich glaube, das überlege ich mir. Halt, weiter. Das war meine Endstation. Das überlege ich mir jetzt alles schön noch, was man mit dem Enterhaken jetzt noch so machen könnte, bevor wir zum nächsten Ziel gehen. Und dann machen wir uns einen Plan beim nächsten Mal. Ja, an das Ding da kommen wir auch noch nicht ran. Das Herzteil da im Hintergrund. Auch nicht mit dem Enterhaken. Weil die bleiben halt nicht am Enterhaken hängen. Das heißt, wir können uns das nicht einfach ranziehen. So. Seid ihr wieder aufgetaut? Nö. Was zum? Warum? Ich denke, die können wieder in Frieden leben. Das Skukiri-Dorf war doch auch wieder wie vorher danach. Fies. Und die Goronen sind auch alle wieder zu Hause. Warum ist bei den Zoras immer noch nichts wieder wie früher? Ey, sag mal was. Oh, ich verstehe. Prinzessin Ruto ist zum Wassertempel gegangen. Was soll denn das? Die armen Zoras. Boah, fies.
Oh, oh. Nein, 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 nein. Oh Gott. Noch doch irgendwie geschafft abzurollen. Na gut. Okay. Dann ist hier halt noch nicht wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Auch wenn wir Ruto gefunden und befreit haben und sie sich als Weiser zu kennen ergeben. Nein, andersrum. Ja. Dann müssen die halt weiter frieren. So, ich gehe mal hier die Abkürzung in die verlorenen Wälder. Hallo Mido, wie geht's dir denn so? Oh, ich verstehe. Salia wird nicht zurückkommen. Ich gab Salia das Versprechen, dass ich Marco etwas mitteile, falls er zurückkehrt. Salia sagte, sie würde auf ihn warten, für immer. Ich glaube, Salia mochte ihn. Fremder. Falls Sie ihn irgendwo sehen, lassen Sie es ihn wissen. Noch etwas. Es tut mir leid, dass ich gemein zu ihm war. Sagen Sie ihm das bitte auch. Oh. Okay. Mido ist auch noch eingeknickt. Ja, und Salia mochte uns. Genauso wie Ruto, nur hat sie das ein bisschen offensichtlicher gemacht. Okay, nachts im Kokiri-Wald. Gut, bleiben wir hier auf dem Kokiri-Shop stehen. Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir haben es endlich geschafft. Wir haben den Wassertempel hinter uns gelassen. Wir haben das Amulett des Wassers. Es stehen nur noch 2 Amulette aus. Da seht ihr es. Unten haben wir... Da, Amulett des Wassers. 2 fehlen noch. 3 Songs fehlen nur noch. Wir könnten mal nach Kakariko gehen, gucken, ob mit den 60 Skulpturen schon was passiert ist. Aber ich glaube nicht. Der Vater, der wird, glaube ich, erst bei 80, 90 oder sogar erst bei 100 aufwachen. Also nicht aufwachen, sondern erlöst werden. Ja. Und dann überlege ich mir zum nächsten Mal, was wir alles mit dem Enterhaken noch machen können. So ein bisschen Sidequesten. Und mal sehen, vielleicht fällt mir auch schon ein Geistesblitz ein, was hier in den verlorenen Wäldern noch so aggressiv blinkt. Also wirklich. Und in Kakariko ist auch noch nicht alles gegessen. Und dann sieht es aus, als würden wir uns mal wieder Richtung Westen und Gerudo-Tal begeben. Also, es wartet noch eine Menge auf uns, was wir erleben. Freunde, ich hoffe, ihr bleibt weiterhin am Ball und erlebt das mit mir. Und bis zum nächsten Part sage ich wie immer, Cheerio.